Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind beim letzten Mal in der Zitadelle der Zeit eingefallen. Wir sind jetzt älter, denn 7 Jahre sind vergangen. Wir waren jetzt auf der London Farm und ich habe geguckt, ob ich Epona vielleicht mitnehmen kann. Das geht scheinbar nicht. So, ich gucke jetzt mal eben auf die Karte, damit wir nicht den falschen Weg nehmen. Und wir sollen nämlich nach Kakariko, um unsere Ausrüstung zu verbessern. So, Kakariko ist da. Ja gut, den Spielstand speichern können wir auch mal machen. So, Kakariko, das war hier hinten rechts das Dorf. Ich hatte halt gehofft, dass wir Epona vielleicht jetzt kriegen können schon. Es ist halt auch, wie gesagt, schon Ewigkeiten her, dass ich das Spiel gespielt habe. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach jetzt erwähnt. Aber egal. Wir kriegen sie noch nicht. Und das kommt mit Sicherheit noch. Also machen wir uns jetzt auf den Weg nach Kakariko, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Ja, was kann ich so noch sagen? Ich habe mehr oder weniger schon 2 Projekte, die ich derzeit voraufnehme und vorbereite. Dazu gibt es dann noch mehr, sobald ich die veröffentliche, weil ich weiß den Zeitpunkt noch nicht genau. Lasst euch da mal überraschen. Das ist wahrscheinlich was, wenn hier die beiden Zelda-Teile zu Ende sind. Ja. So, wir sollen nach Kakariko, das sind wir jetzt auch. Und dann müsste es ja hier irgendwo einen Laden oder was geben, aber wahrscheinlich. Ich spiele mal gerade die Hymne der Zeit. Ne. Kann man damit die Zeit ändern, war das so, oder ist das nur irgendwie ein Rückteleporter? Okay, wir können gar nichts machen. Alles klar. Ich dachte, damit könnte man... Naja, ich glaube, das war in Majora's Mask, wo man damit was machen konnte. Wer bist du? Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte, verkaufe mir etwas, bitte, in einer Flasche. Du bist eine Flasche. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Hier, das sieht doch nach einem Geschäft aus. Magieladen. Bis morgen früh geschlossen. Okay, das heißt, wir müssen so oder so auf jeden Fall warten. Ich möchte gerne in die Richtung gucken. Was ist das? Bazar. Nur tagsüber geöffnet. Alles klar, dann gehen wir nochmal eben aus der Stadt raus, weil wir wissen ja, in der Stadt verändert sich die Zeit nicht. Dann warten wir nochmal eben, bis es morgens wird. Und kommen danach nochmal hier rein. Eigentlich müsste das ja so funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob wir denn da unsere Ausrüstung verbessern können. Oder ob der, die das Chica uns da nur irgendeinen Bären aufbinden wollte. Ist auf jeden Fall schön jetzt, das Master Schwert. Oh ja, das lädt sich ja so richtig dick auf. Können wir damit Bäume fällen? Ich glaube nicht, oder? Naja, aber wir können damit mehrfach treffen. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, aber Magie kostet es natürlich. Ja, so. Es könnte jetzt auch mal langsam wieder Tag werden. Bin ich für. Oder auch nicht. Na komm schon. Lasse es Tag werden. Na komm. Ah, wunderbar. Da geht der Mond weg und dann dürfte die Sonne gleich aufgehen. Und dann können wir wieder nach Kakariko rein und dann gucken wir mal auf dem Bazar, ob es denn da Ausrüstung gibt für uns.
So, wunderbar. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Kakariko rein. Damit wir vielleicht in dieser Folge noch irgendwas Sinnvolles gebacken kriegen. So, da läuft auch wieder die Musik. Ich habe mich eben schon gewundert, aber ist ja klar, nachts läuft ja da nichts. Dann sprechen wir noch mal ein bisschen hier mit den Leuten auch und gucken mal. So. Schau dir den an. Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er doch ängstlicher. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Boris, dem Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Ja, das könnte ein Hinweis an uns sein, denn ich glaube, mit dem Totengräber bei Nacht war auch was hier. Ja, der will nur irgendwas verkauft haben. Das interessiert mich jetzt mal gerade nicht. Aber hier müssen wir rein. Und dann gucken wir mal, ob denn da irgendwas Interessantes für uns ist. Willkommen. Hylia-Schild, aber den haben wir ja schon, oder? Ja. Willkommen. Dann gibt es hier Pfeile. Damit können wir auch nichts tun. Ich glaube, dann müssen wir tatsächlich mit dem Totengräber mal schauen. Mir fällt nämlich gerade sonst auch nichts ein. Magieladen. Wir gehen noch mal eben in den Magieladen rein. Nicht, dass ich da doch irgendwas übersehe. Huch. So. Willkommen. Ja. So, wir kriegen da Käfer, Fisch, ein Irrlicht. Ein Irrlicht? Wofür braucht man das denn? Eine Fee. Na, vor der Tür, der Typ möchte ja irgendwas haben in einer Flasche. Dann nehmen wir das mal gerade mit. Was anderes möchten wir gerade nicht kaufen, aber ich möchte mal eben dieses Irrlicht, muss ich hier auf C legen. Machen wir das schon mal. Von mir aus speichern wir dann auch nochmal. Und dann gehen wir raus. Und dann versuchen wir dem Typen das mal zu verkaufen hier oder anzudrehen. Da ist er. Nein, das kann ich nicht nehmen. Das ist nicht das, was ich haben will. Ja, wenn du dich ein bisschen besser ausdrücken würdest, du Typ, dann... Naja, egal. Gut, da ist Spielen. Das wollen wir jetzt auch nicht. So, wie kam man denn nochmal auf den Friedhof? Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Was willst du? Sollen wir Sheik glauben und nach Kakariko gehen? Alter, hast du dich schon mal umgeguckt? Wir sind in Kakariko. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du das ausprobieren? Ja, wir nehmen Kiki mit. Bald wird Kiki... Ja, alles klar. Wenn es ausgeschlüpft ist und wir es nicht mehr benötigen, geben wir es zurück. Das tun wir. So. Dann gehen wir jetzt mal auf den Friedhof gucken. Es könnte sein, wenn ich mich recht erinnere, dass hier der Vater von der London Farm
dass der wieder am Schloss liegt. Das müsste ich mal auskundschaften. Wenn er da wieder eingeschlafen ist am Schloss, weil der jetzt nichts mehr zu tun hat auf der Farm, dann können wir den mit Kiki, denke ich, aufwecken. So, haben wir eigentlich dann jetzt auch wieder Bomben? Oh ja, haben wir. Dann nehmen wir die natürlich auch wieder mit. Ja, wir speichern einfach nochmal. Schadet ja nichts. So, und hier können wir ja rein. Dann gehen wir da mal drin gucken. Die Hütte des Totengräbers. Lesen. Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ja. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte, Boris. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich sein Grab finden, oder? Lesen wir einfach mal die Grabsteine, weil irgendwo muss da ja was stehen. Lesen. Rest in peace. Hier ruhen die Seelen derer, die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shika, Beschützer der Königsfamilie und der Bauer Kakarikos. So, dann müssen wir mal gucken. Ich meine, dass man die aufspringen konnte. Deswegen finden wir nämlich auch unten Bomben. Aber das funktioniert nicht mit allen. So, dann hätten wir den schon mal von der Backe. Du hast einen Geist. Achso, willst du ihn in der Flasche aufbewahren? Nein. Für den Augenblick lässt du ihn gehen. Tun wir, ja. So, jetzt müssen wir halt gucken. Also da ist der nächste Geist. So, und ich schätze hier, da können wir was lesen. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. So, das war dann, meine ich, da muss ich nochmal eben das Lied nachgucken. Zeldas Wiegenlied. Links, oben, rechts, alles klar. Gucken, ob das hilft. Das sieht gut aus. Aua. Das hat uns also getroffen. Na, toll. Königsgrab. Na, kommst du her? So. Töten wir erstmal die Fledermäuse. Da ist aber noch irgendwo an, oder? Ah! Damit haben wir die Fledermäuse. Ah, alle tot. Und damit öffnet sich das da. Dann gehen wir doch mal tiefer in das Grab rein. Öffnen. Öffnen. Danke. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Da dürfen wir nämlich nicht rein. Ah, und die dürfen uns auch nicht sehen, weil wir da Angst vor haben. Also sobald wir uns angucken, werden wir erstarren.
Joa, komm. Dann lassen wir den jetzt eh in Ruhe. Wenn der da jetzt durch den See stapft. Oder was das sein soll. So, und da steht irgendwas. Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der Königsfamilie verfasst. Königlichen Familie. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Da ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Spiele die Hymne der Sonne. Ah, damit können wir dann die Tageszeit verändern. Alles klar. Hymne der Sonne gespielt. Ja, dann habe ich das doch gar nicht so falsch im Kopf gehabt, dass man die Tageszeit dann doch verändern kann, aber nicht mit der Hymne der Zeit. Das wäre ja zu einfach. Sondern es gibt eine Hymne der Sonne. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ja, sehr schön. Entschuldigung. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. So, das heißt, das ist alles, was wir hier erlernen. So, und jetzt sollen wir einfach hier spielen, oder was? Aha. Damit können wir die einfrieren. Das ist gut. Gut zu wissen. So, aber wir gehen hier wieder raus. Müssen wir das hier vielleicht auch nochmal spielen? Aha! Haben wir hier drüben auch noch so einen Punkt? Okay, aber immerhin. Können wir das hier so oft spielen, wie wir wollen, oder was? Okay, können wir nicht. Ich dachte, weil Navi da immer wieder drüber fliegt. Aber gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und spielen das Lied nochmal. Wow, du hast dein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft, okay. Na super. So, damit müsste der auch besiegt sein. So, aber das hier muss irgendwie, ich meine, gegen die aufzuspringen. Irgendwas war da. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich.
Okay, also das war es dann wohl doch nicht ganz. Spielen wir das nochmal, aber ich glaube nicht, dass das da irgendeinen Effekt hat. Na gut, wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich, wir haben die 20 Minuten auch erreicht. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Und, ja, beim nächsten Mal gucken wir dann, wo das Grab von Boris ist. Ich glaube nicht, dass das da oben war. Und wenn wir das Grab von Boris gefunden haben, dann denke ich, dass es da was Interessantes für uns gibt. Ja, aber jetzt sage ich, wenn dir das Video gefallen hat oder euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Tschüss!